Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück hier in Detroit Become Human. Oh yeah, im letzten Part haben wir, soweit ich weiß, einen Unterschlupf gesucht für Alice und für Kara. Und ja, jetzt geht's hier, wie es ausschaut, mit Marcus weiter. Und jetzt, weil er, wie es ausschaut, ziemlich demontiert wurde und verletzt wurde. Defekte Audiodateien beschädigt. Aua, aua, aua. Bei ihm ist wirklich alles im Arsch. Auch alle Systeme im Energiesparmodus defekt. Und Fehlstehen nicht möglich. Beide Beine fehlen. Beine ersetzen. Ja gut, machen wir das mal. Aber eins muss ich schon vorab sagen. Meine Capture-Karte meinte, sie müsse nicht aufnehmen. Ja, ganz geil. Also, sie hat schon aufgenommen, aber alles war im Arsch, kann man sagen. Ihr kennt's. Und ich darf jetzt das Ganze nochmal spielen. Das heißt, fragt euch nicht, wenn ich gezielt auf Gegenstände zulaufe, wie auch immer. Oder mich nicht mehr erschrecke vor den ganzen Robotern oder Androiden, besser gesagt, die hier irgendwie rumgammeln. Wir ersetzen jetzt erstmal die Beine. Und gehen mit Marcus weiter. Wo ist ein Weg? Wir müssen mal. Das ist das nächste Bein. Also klatschen wir das dran. Und stehen auf. Jericho. Oh Mann, ist der creepy, ey. Und jetzt kommt eine Stelle, die ich nicht so ganz begreife, weil ich drücke irgendwie auf X und es funktioniert gar kein Stück, ey. Weil hier müssen wir irgendwie auf X drücken. Ihr merkt, ich klicke, ich mache und tue. Wahrscheinlich muss ich da im Takt sein. Da, wo du nicht bist. Dummes Arschloch. Und hier sind wir definitiv irgendwie am falschen Ort. Sind wir hier rausgekommen oder wie? Oh Mann. Jetzt müssen wir die ganzen Leute hier durchsuchen. Inkompatibel. Ganz scheiße. Ich durchsuche jetzt extra so alles. Um nicht gerade die Spannung vorwegzunehmen.
Du Arschloch. Verschonen. Ich bin einfach zu nett, der. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir nicht getriggert haben. Ich bin nämlich komischerweise an alles hingelatscht, was wir gebraucht haben. Ah, du bist es. Na! Ich möchte die doch nicht töten, Ich dachte, das wäre eine andere Kuh. Oder ein anderer Android. Ich dachte nicht, dass das jetzt wieder aktiviert, also dass wir das nochmal, ja, machen könnten. Und dann wechselt es einfach, Vor allem war ja auf X verschonen. Meine Fresse, Tut mir leid. Wollte ich jetzt echt nicht. Oh Mann, ja, wie gesagt, jetzt kommen noch Sachen für mich. Denn ich kann es euch gleich zeigen, denn wir haben ein paar Sachen noch nicht gemacht und das waren zwei Stück. Und hat mich sowieso interessiert, wir wollten es nochmal machen und dann habe ich gemerkt, dass die Capture Card alles verwackelt und verruckelt und überhaupt. Und dann dachte ich mir, nope, meine Freunde, so nicht. Ah, jetzt muss ich das nochmal machen. Ist mir eigentlich auch egal. So, einmal, zweimal. Er sucht natürlich auch nach einem Auge. Jetzt fallen wir gleich wieder hin. Dreckiger Roboter, jetzt gehen wir noch mal dahin, um sie zu triggern wahrscheinlich. Ich denke, das ist so eine ethische Frage. Bitte. Diesmal nicht. Was da alles für Körper rumlaufen. Ich weiß, sie sehen nichts, aber ich muss mich ja irgendwie orientieren. Ist es das Auge? Ja. Immerhin. Okay, dann diene mir und gib mir dein Auge. Nö, heute nicht. Immerhin. Aha. Kompatibel. War jetzt das eigentlich das, was wir brauchten? Noch? Nein. Puppen im Androiden finden, ablehnen für die Pumpe zu töten.
Da vorne hat es dann noch einen Teil für uns, das weiß ich gerade. Aber das holen wir uns, glaube ich, jetzt noch nicht. Oh. Der Audioprozessor, wir haben ihn trotzdem gefunden. Jetzt hören wir gleich wieder um einiges besser. Wollte ich jetzt eigentlich auch noch nicht triggern, aber gut. Natürlich habe ich das gestern am Abend gemacht und jetzt ist morgen. Aber gut. Ich weiß nicht mehr alles so ganz genau. Aber jetzt hören wir wieder alles. Und zwar wirklich alles. Okay. Voila. Habe ich hier eine Mucke drin? Und was es für eine Mucke ist? Also eine Mücke. Nee. Kennen wir schon. Und Moment, ich komme gleich wieder. Ich muss die zuerst töten, ne? Verdammt, ich konnte sie nicht töten. Die ist mir entwischt. Na gut, egal. Ah, du bist auch ein bisschen ein Fehler, ne? Na gut. Jetzt fehlt uns nur noch eine Komponente und dann ist es vorbei und das ist die. Damit wir wieder richtig gehen können. Und rein damit. Man sieht sogar noch ein bisschen sein Herz. Schon heftig und krank, ey. Okay, hochklettern. Einmal rechts, einmal links. Oder halt so. So, danke. Nach oben mit uns. Dann kommt eine ganz coole Szene. Wir alle probieren auszubrechen, aber naja, mit einem halben Körper wird es halt nichts, ne?
Und ja, konnten uns wieder regenerieren. Und jetzt kommt die wirklich, wie gesagt, eine ganz coole Szene. Jetzt hat er auch zwei unterschiedliche Augen. Und im letzten Part habe ich mich auch schon gefragt, warum macht er das, um nicht mehr als Android also gekennzeichnet zu sein? Ich glaube ja. Er nimmt das Ding hier auf der Seite weg und kann sich heilen. Und jetzt kommt die Geburt von dem neuen Markus. Oder Markus, wie auch immer. So geil. Ich heiße Markus. Geil. Okay. Die zwei, die ich wollte, haben wir immer noch nicht, aber wir haben dafür die oberen beiden gefunden. Was wäre das untere gewesen? Weil wir haben ja jetzt alles. Wir sind wieder Queechy Deal. Und wir spielen wieder Connor. Aber eins interessiert mich gerade, ist das ein wichtiger Teil, weil sonst mache ich das im nächsten Part. Wir haben ja schon wieder 20 Minuten fast. Nö, wir können nur zur Entscheidung wieder, also zu Enden haben, aber hier ist nur mal was Kurzes, aber gut. Und hier kann man auch wahrscheinlich ein bisschen andere Wege einschlagen. Finde Amanda. Sieht cool aus. Und schön vor allem Ding. Ich hoffe, wir finden sie nicht direkt. Ah, die hockt dort. Wir gucken uns zuerst mal ein bisschen um. Was haben wir hier gemacht? Magischen Stein finden. War ja nichts übersehen. Ah, dort drüben kann man nicht hin. Ist da drüben jetzt ja eben Amanda? Ja, wahrscheinlich. Man kommt von überall dorthin. Irgendwie gefühlt. Aber du musst jetzt noch ein bisschen aushalten. Ich möchte da ganz gerne noch rumgucken. Wir machen einmal einen gemütlichen Rundgang. Und hier können wir nichts machen.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber gut. Gehen wir. Das scheint Amanda zu sein. Ich hoffe, es wird nicht gleich getriggert, aber ich möchte hier noch nebendran vorbei. Aber irgendwie, da muss es doch noch was geben. Aber ich finde nichts. Gut, gehen wir weiter. Ein Brot. Hallo, sprechen. Hallo, Amanda. Connor, schön dich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch, Connor. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Und deine Art der Befragung war ausgesprochen klug. Du warst bemerkenswert effizient, Connor. Danke, Amanda. Wir baten das DPD, ihn für weitere Studien herzuschicken. Vielleicht erfahren wir so, was passiert ist. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Er zeigte alle Symptome der Abweichung. Kognitive Instabilität, unberechenbares Verhalten und die Nachahmung menschlicher Emotionen. Er hatte sogar Angst zu sterben. Das Modell war eindeutig defekt. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt. Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den Cyberlife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Okay, und das war's jetzt schon. Seht ihr, wir haben was vergessen.
Oder ist es einfach magische Steine nicht finden? Kann nämlich auch sein. So, was können wir hier tun? Du hast sicher einen Schock. Einfach ruhig. Spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Klar. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Okay. Heftig. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Okay. Wie sieht es mit dem Ablaufdiagramm aus? Diese Wege sind geschlossen. Okay. Ich bin ganz nervös, Mark. So, und hier können wir eine ganze Menge anstellen. Dead Red. Pooh Brown. Pooh Peterson. Hey, hier gibt's was zum Lesen. Detroit Today. Die drei Gesetze der Robotererziehung. Okay, lesen wir mal. Familienleben war niemals leichter. Als Cyberlife seine Kinderbaureihe herausbrachte, war die Öffentlichkeit skeptisch, eine Familie zu kaufen. Jetzt ist die Kollektion einer von Cyberlifes Bestellern, doch ist das eine Überraschung? Anpassbar, LED abnehmbar, kein Hunger, keine teure Betreuung, keine neuen Kleider und nichts zu vergessen. Keine schmutzigen Windeln. Das perfekte Kind ist nur ein Klick entfernt. Sämtliche Bedürfnisse können durch einen Tastendruck gestoppt werden. Ein Kinderspiel, die stressfreie Lösung für karriereorientierte Eltern. Eltern, die keine eigenen Kinder bekommen können oder gerne wieder ein Kind zu Hause hätten. Oh Mann. Bei einer Arbeitslosenquote von 37,3% scheinen $7,500 für ein Kind, das die Teenagerjahre auslässt und keine Collegegebühren kostet, im Vergleich zu $350,000 über 17 Jahre eine gute Investition zu sein. Und man geht keine lebenslange Verpflichtung ein. Aber Soziologin Mary Wallace argumentiert, dass diese Androiden dazu führten, dass zu einer Zeit mit einer bereits zu niedrigen Geburt Rate immer weniger Eltern Kinder bekämen. Dies führe zu einem sogenannten Baby-Teufelskreis. Jason Graff, Leiter der Humanisierung bei Cyberlife, tut diese Behauptung als üblichen Widerstand gegen neue Idee ab und nennt die neuen Androiden einen Triumph der Humanisierung. Okay. Also Kinder finde ich scheiße, aber gut. Ivanov sagt Njet. Russlands Präsident antwortet auf Warren zur Warnung.
Hey Mucke, du gehst weg. Oder Mücke, wie auch immer. Russlands Präsident antwortet auf Friends Warnung auf Präsidentenwahlens Forderung, dass alle russischen Truppen sich umgehend aus der Arktis zurückziehen sollen, hat Russlands Präsident Ivanov nun geantwortet. Ivanov bezeichnet Warrens Kommentar als Megafon-Diplomatie und meinte, dass US-Silberrasseln sei die größte Bedrohung für die Stabilität in der Region. Okay. Der Kreml veröffentlichte eine detaillierte Erklärung, die Russlands Anspruch auf das Territorium erläutert. Ferner erinnerte Ivanov Präsidentin Warren, dass die USA an die UN-Konvention gebunden seien, wie alle anderen auch. Der Konflikt ist weit von einer Entspannung entfernt. Okay, und wir haben noch ein Buch übrigens in der Kara-Saga, oder wie sie hieß, da liegen lassen. Nee, das war jetzt... Entschuldigung? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Gut. Na, nicht hinsetzen. Nein. Nein. Ich wusste es ja nicht. Ich möchte mich gerne noch umgucken. Und Mücke, geh weg. Ich würde ja gerne sagen, mach eine Biegefliege, aber diesmal ist es eine Mücke, die an meiner Tür haust. Ich bin ja mal am Überlegen, wenn gleich die Ladestation kommt, ob ich nicht gleich nochmal die Mücke versuche zu killen. Und ja, ich glaube, ich versuche es nochmal. Bis gleich. So, und ich bin rechtzeitig wieder da. Na wunder, bravo. Und warum hat... die Kamera eigentlich kurz mal auf die eine... Du hast sicher einen Schock. Auf der Bank... Kannst du mir bitte etwas gezeigt. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter. Aha. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Na klar. Nur blinzeln. Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Da haben wir nachgeguckt, da muss man schnell kurz durchblättern. So. Nee, runter. Einmal, zweimal und dann rüber. Und dann zweimal nach unten wieder. Du und du, ihr kommt mit. Nicht nach drüben, Mann, ist es behindert. So. So. Jetzt sollte das eigentlich im Diagramm sein. Was zum verfickten Geier. Ja.
Dr. Collins. Oder so. Puh. Wilson. Weil ich möchte mich ganz gerne hier noch umgucken. Ja. Da gibt's noch jemanden zu befragen. Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Okay. Haben wir sonst irgendwo noch was? Sind überall nur noch Namensschilder. Der Platz ist leer. Aber hier können wir ja gar nichts mehr machen, ey. Also manchmal verstehe ich die ganze Dialogik nicht. Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Erkunde das neue Büro. Ach so, jetzt darf ich aufstehen. What the hell, erkunde das neue Büro, anhören. Heavy Dark Metal Erscheinungsjahr 2001 irgendwie, keine Ahnung. Analysieren wir mal. Baumwollanteil, Detroit Baseballjacke. Detroit Police zerschlägt Red Eyes Delirium oder Delirium, keine Ahnung. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroit Gesetzeshüter haben der wachsenden Red Eyes Epidemie der Stadt einen massiven Schlag versetzt und etliche namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von 500.000 beschlagnahmt. Detective Hank Anderson, ein junger, aber enormer, talentierter Detective, soll maßgeblich am Erfolg dieser Operation beteiligt gewesen sein, deren Planung Monate gedauert hat. Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detektiv Anderson und seinen Kollegen als vorbildlich investigative Polizeiarbeit. Okay. So. Streichhölzer, Herr Komm, James Barr, Holz, Phosphor. Hundehaare, Bernhardiner.
Okay. Das sind Infos für mich wahrscheinlich. Abteilungsübergreifende Einheit verantwortlich für die Zerschlagung des Reds. Eis. Delirings 2028. Wie viele davon leben noch? Nutze dein Gehirn nicht, deinen Androiden, Android-freie Zone. Parolen. Oh Mann. Warum hat er uns dann geholfen beim Verhör? Kalorien für Donuts. Kalter Kaffee, Spuren von Koffein. Fächer Ahorn, Asien, Shigashira, Shujin. Na gut, ich habe ihn analysiert. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Oh Gott. Und das haben wir jetzt hier eigentlich so freigeschaltet. Interessiert mich halt, ne? Revier erkunden. Sieh mal da. Unser Freund, der Plastikdetektiv, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Hallo, Detective Reed. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh, oh. Wäre Hank gestern nicht da gewesen, wärst du mit deinem Ungehorsam nicht durchgekommen. Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Wir sind ja auch kein Dienstmädchen, ne? Oh, da ist er ja. Man wird mich zerstören. Das wäre möglich. Zur Analyse deiner Biokomponenten. Sie müssen wissen, was passiert ist. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen.
Die Skulptur von dir. Erzähl mir mehr davon. Ich werde sterben. Kenn deinen Partner. Hä? Zeig mal. Wir haben alle Hinweise zu Hank gefunden. Keine Ahnung. Ich hoffe, wir kommen an der Stelle raus, wo wir natürlich aufstehen müssen, ne? Müssen uns vielleicht nochmal einen Schlag versetzen lassen, aber gut. Ich glaube, diesmal ignorieren wir den Bastard. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Okay, tschüssi, bis gleich. Mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt ignorieren. Sieh mal da. Unser Freund, der Plastikdetektiv, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? Es tut mir leid. Ich bin nicht autorisiert, Ihnen zu antworten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Vorgesetzten. Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Ich hab was befohlen. Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh, oh. Wäre Hank gestern nicht da gewesen, wärst du mit deinem Ungehorsam nicht durchgekommen. Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Und nächstes Mal stirbst du. Ohne Spaß. Hat doch ihm nichts ausgemacht, ja. Wird mich zerstören. Ach, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber ich kann nichts für dich tun. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Die Skulptur von dir. Erzähl mir mehr davon. Ich werde sterben.
und jetzt endet es gleich. Ernst? Gibt's hier noch andere Optionen? Okay, soweit so gut. Und jetzt fehlt oben einfach noch der Teil mit Carlos Android sprechen. Ist das Carlos? Öffnen die Zelle, schnell! Beeilung! Ich rufe Cyberlife an. Mach das sauber. Aber es gibt doch nur kalt oder so. Können wir das wirklich nicht verhindern? Tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal mache, aber... Kann man das wirklich nicht verhindern? Weil ich meine, es kann ja nicht so schwierig sein. Wir können ja das mit dem anderen Typen später noch machen, aber... Mann! Es kann ja nicht sein, dass wir... Mann, oh Mann, oh Mann. Ich meine, da ist das Verhör schon so gut gelaufen im Prinzip, ne? Wir retten ihn in diesem Sinne. Aber eigentlich schon, wenn wir reinkommen, wird eine Cutscene getriggert. Kann ich nicht lügen oder so? Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Wie er dann immer guckte. Hank! In mein Büro! Ja. Wo sind wir eigentlich hier im Diagramm hier schon? Aha. Ich gehe jetzt noch nicht ins Büro. Dort. Da kommen wir auch rein. Und hier vorne. Könnte ich vielleicht seine Tür aufmachen? Man
wird mich zerstören. Das wäre möglich. Zur Analyse deiner Biokomponenten. Sie müssen wissen, was passiert ist. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Was du gestern gesagt hast, die Wahrheit ist innen. Was soll das bedeuten? Ich werde sterben. Ich möchte ihn gerne rauslassen. Öffnen die Zelle, schnell! Beeilung! Wir können einfach nichts tun, ey. Ich rufe Cyberlife an. Ja gut, dann eben nicht. Sieh mal da. Unser Freund, der Plastic Detective, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Hallo. Mein Name ist Connor. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? Es tut mir leid. Ich bin nicht autorisiert, Ihnen zu antworten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Vorgesetzten. Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh. Wäre Hank gestern nicht da gewesen, wärst du mit deinem Ungehorsam nicht durchgekommen. Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Halt die Backen. Und wie er sich einmal wieder aufregt, ich kann die Szene nicht... Oft genug sehen, ja. Oh Mann, die darf ich nicht öffnen. Nein. Und jetzt ist ja eigentlich der Strang jetzt hier weg. Sieht wohl nichts anderes, ne? Ich habe den Eindruck, meine Anwesenheit kommt Ihnen etwas ungelegen, Lieutenant. Sie sollen wissen, dass mir das wirklich sehr leid tut. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Wie dem auch sei.
Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt war keiner. Wisst ihr was? Irgendwie gefällt mir das gerade gar nicht. Deswegen machen wir das im nächsten Part normal. Aber diesmal gehen wir mit ihm mit. Mal schauen, weil ich glaube nämlich schon fast, dass wir zuerst hätten mit ihm mitgehen sollen. Kann es sein? Weil uns fehlt einfach was. Und das kann ich so nicht stehen lassen. Und jetzt ist er irgendwie beleidigt, ne? Kann man auch gut verstehen. Oder wisst ihr was? Wir machen das jetzt kurz zusammen. Und dann, ja. Wenn wir den Part. Dann habt ihr wenigstens alles mal so weit gehabt. No. Tut mir leid für das ewige Hin- und Her-Geswitche, aber dafür kriegt ihr auch einiges zu sehen, teilweise. Nicht immer, aber teilweise. Gibt Sachen, die werde ich nicht ändern, nur um euch vielleicht ein anderes Ending zu zeigen, aber manches halt schon. Vor allem, wenn mir ein Ending nicht gefällt, werde ich das definitiv immer umändern. So. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Heck! In mein Büro! Also gut, ich komme mit. Das Büro kommt gleich noch dran. Jetzt bin ich gespannt. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen. Und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich. Ich bin beschäftigt. Ich freue mich sehr, im Team zu sein. Ich versichere Ihnen, dass ich mein Bestes... Mach die Tür hinter dir zu. Einen schönen Tag, Captain.
Aber es wurde trotzdem noch nichts. Hören Sie, ich weiß, Sie mögen mich nicht, aber wir werden zusammenarbeiten müssen. Also sollten wir uns arrangieren. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Jetzt bin ich aber mal eiskalt. Man wird mich zerstören. Meine Aufgabe war es, dich festzunehmen. Was jetzt passiert, ist nicht mein Problem. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Die Skulptur von dir. Erzähl mir mehr davon. Ich werde sterben. Gut, das reicht mir. Kommt immer nur dasselbe Kackzeug raus. Ich werde mich jetzt noch mal schlagen lassen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tüdelü.